Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute unsere Expertin für die Heilung der Weiblichkeit, Maria Aurora Linde, bei mir im Studio. Heute werden wir mal über das kollektive Trauma sprechen. Über Jahre, Jahrhunderte hinweg gibt es in unseren Ahnenreihen viel Vertreibung, Flucht, Todesfälle, Vergewaltigungen, sowohl als Frauen, als auch die Männer leiden eventuell epigenetisch in unseren Zellen immer noch an dieser Information und tragen die auch ein Stück weit mit uns. Auch eben Verlustängste, Enteignungen sind alles kollektive Themen, die uns immer wieder begegnen können in diesem Leben und wir wissen nicht, warum dies geschieht. Und sie wird uns heute ja einen Einblick geben in die Möglichkeiten, diese Themen anzuschauen, in die Heilung zu bringen und dadurch im Leben mit einer ganz neuen Leichtigkeit und Freiheit, ja, das alles zu beschreiten. Freuen Sie sich auf ein tolles Interview. Bis gleich. Hallo, liebe Maria Aurora Linde. Hallo, liebe Corinna Klein. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Danke. Ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist. Und hallo, liebe. Ja, dieses Thema heute ist ja etwas abstrakter, ja, weil es gibt ja einfach auch Themen, die unseren Vorfahren machen mussten, Erfahrungen, die wir gar nicht wissen, ja, wo uns teilweise heute Ängste begleiten oder auch Krankheiten begleiten, wo wir verschiedene Methoden dann erst erfahren, oh, da ist mal jemand ertrunken oder da wurde mal jemand enteignet und ich trage immer noch die Angst des Verlustes in mir. Mhm. Was ist denn deine Erfahrung mit eben genau diesen Kollektivtraumatas? Ja, also als Expertin für Weiblichkeit kommen natürlich Frauen zu mir mit Themen auch der Gebärmutter, wie zum Beispiel abgetriebene Kinder, Fehlgeburten, Myomen in der Gebärmutter, Krebse, Brustkrebs und Gebärmutterkrebs. Und diese Themen tragen die Frauen tatsächlich aus Liebe zu ihren Müttern oder deren Großmüttern sogar und Urgroßmüttern. Also es sind oftmals Muster, die wir übernommen haben. Verluste, Kindstod zum Beispiel ist auch ein ganz kollektives Thema. Und dann wundern sie sich, dass sie selber diese Muster auch leben und wissen gar nicht, woher kommt das? Warum habe ich mein Kind jetzt auch abgetrieben? Und wenn man das in den medialen Aufstellungen bei mir in meine Praxis in Kreuzlingen dann das aufstellt und dieses Seelchen mal aufstellt, aber eben verdeckt, wie ich ja schon gesagt habe, wie ich arbeite, das heißt, die Seele weiß nicht, dass ich jetzt dieses innere Baby oder abgetriebenes Seelchen aufstelle. Also ohne Ego arbeite ich, dann können wirklich wahre Wunder geschehen, weil diese Seelchen endlich dann auch gesehen werden. Sie bekommen ihren Platz. Und das ist das Magische an dieser Arbeit, wirklich buchstäblich, dass sie alles kommt wieder in der göttlichen Ordnung, so kann ich es eigentlich sagen. Und das wird ihnen bewusst plötzlich, wenn ich die Mutter dann aufstelle, dass das Muster gar nicht ihr Muster ist, sondern es gehört gar nicht zu ihnen, sondern zu der Mutter, die vielleicht auch schon gestorben ist. Das spielt keine Rolle in den Aufstellungen bei mir, ob die Seelen der Mutter zum Beispiel die Seele noch lebt oder nicht lebt. Wir stellen diese Seelen auf. Und das ist das Schöne, dass man es dann erlösen kann, dass man die Quelle, die göttliche Quelle aufstellt als Licht und dass man es in Liebe, in Vergebungsarbeit, das ist eine tiefe Vergebungsarbeit bei mir, dass die Frauen sich selbst mit ihrem ewigen und göttlichen Bewusstsein eine Absicht endlich aussprechen. Das nenne ich mediale Affirmationen auch. Also mit diesen wunderbaren Affirmationen, die ich kreiert habe für sie auch, werden wir diesen Seelen zu ihnen sprechen. Und dadurch kann die Seele, deine eigene Seele der Frau, zur Ruhe finden und diesen inneren Frieden endlich auch entdecken. Also es ist eine sehr, sehr tiefe Traumatherapie in diesen medialen Aufstellungen möglich oder aber auch in diesen Lebensenergie- oder Yoni-Power-Healing-Massagen, genau. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja, wir hatten darüber schon Interviews. Genau. Die kann man auch immer auf unserer Webseite nochmal anschauen. Unter deinem Namen findet man die. Was gibt es denn wirklich jetzt so in unserem Raum, sage ich mal, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit unserer Geschichte
an Kollektivtraumata, die wir in uns tragen? Ja, also auf jeden Fall im deutschen Raum gibt's ja der ganze kommunistische Bereich der DDR, also diese ganze Fluchtthematik, dass die Frauen auch Verlustangst haben und nicht wissen, woher habe ich diese Verlustangst. Und das zeigt sich dann oftmals, dass es von den Großeltern eben übernommenes ist, was noch nicht erlöst worden ist. Das heißt, ein Großvater, der auf die Flucht sein musste oder im Krieg sein musste und es zu Lebzeiten nicht geheilt hat, diese alte Wunde in ihn, und so ins Licht gegangen ist oder noch nicht im Licht ist, das kann auch sein, weil er sich noch nicht vergeben hat für das, was vielleicht das Täter, was er sich angetan hat auch, dass diese unerlösten Themen jetzt endlich sich wie sichtbar werden, wie aufploppen sozusagen an diesen Tagen bei mir dann. Und die Frauen merken, ah, das gehört ja gar nicht zu mir. Ich kann so diese Verlustangst oder Alleinsein oder Vergewaltigungen, natürlich auch sexuelle Missbräuche. Klar, weil im Krieg waren die Frauen leider, sind vergewaltigt worden, sind unterdrückt worden, sind klein gehalten worden, haben diese ganze Weiblichkeit gar nicht leben können. Also das sind so die Hauptthemen, die zu mir zumindest die Resonanz da ist, in meinem Feld auch mit meiner Arbeit. Und das ist so schön, wenn man dann auf 3 Generationen arbeitet, mit der Großmutter, mit der Mutter zum Beispiel, der nicht gelebten Weiblichkeit als Beispiel jetzt, um das zu nennen, dann kann man diese Weiblichkeit mal aufstellen und gucken. Und die Klientin weiß aber nicht, dass dieses Kissen zum Beispiel die Weiblichkeit ist oder dieser Stuhl die Großmutter ist. Und dann merkt man aber, wow, ja, da hat's was natürlich mit mir noch in Zusammenhang, aber es gehört nicht mehr zu mir. Ich kann mich befreien. Ich kann einen neuen Weg gehen. Ich darf in Leichtigkeit ihn gehen. Und das sind so Sätze wie, danke für den Weg, den ihr mir geebnet habt, ihr lieben Ahninnen. Aber ich gehe jetzt meinen Weg. Also sich zu befreien von diesen alten Ketten auch, der Schwere, das ist auch meine Begleitung, die ich anbiete für die Frauen vor allem. Ja. Genau. An dieser Stelle möchte ich aber die Männer kurz erwähnen, weil kollektives Traumata ist nicht nur für Frauen da, leider, sondern es ist auch, die Männer sind ja hochtraumatisiert über ihre Väter. Und die männliche Kraft wurde ja auch nicht weitergegeben. Dementsprechend, wenn ein Großvater oder ein Urgroßvater im Krieg gestorben ist oder plötzlich verschollen ist und man ihn noch sucht, er ist gar nicht mehr sichtbar im System, energetisch auch nicht mehr fühlbar, dann ist das ein ganz schwerwiegendes Trauma in der ganzen Familie. Und die Klientin schaut dann immer noch auf den verlorenen Vater oder Großvater und wundert sich, dass dann die Partnerschaftsproblematiken, weil sie zieht dann diese Muster des Vaters natürlich wieder an, der nicht gelebten männlicher Kraft. Also ist es sehr, sehr wichtig, dass die Männer, ihr Lieben, wirklich auch in eure männliche Kraft und euch darum kümmert, diese alten Traumata auch anzuschauen. Was ist noch in meiner Herkunftslinie? Aber eben jetzt bleiben wir bei den Frauen. Ihr lieben Frauen, schaut, was ist in eurer Herkunftsfamilie noch an Geheimnisse vielleicht aber auch. Das sind auch Themen, die sie zu mir kommen, wie zum Beispiel uneheliche Kinder, ja, Kinder, die nicht gesehen worden sind. Und wenn wir die aufstellen, bekommt das ganze System wie den Frieden endlich, weil es wird wie befriedet. Es kommt, jeder bekommt seinen Platz in der göttlichen Ordnung wieder. Also die Mutter ist die Große und nicht mehr unter dem Kind. Und oftmals merke ich auch in den Aufstellungen in meinem Seelen- und Mentoringsprogramme, dass die Klientin, wenn sie ein Kind ist, natürlich ist sie auch Kind, egal ob sie 70 oder 20 ist, dass sie die Rolle der Mutter übernommen hat. Und das ist schwer zu tragen, weil wir sind dann in dieser Retterrolle. Also dieses ganze Drama von Opfer, Täter, Retter, was ich immer wieder erwähne in diesen Interviews, ist so, so wichtig, dass wir da uns befreien. Und dass wir dieses kollektive Drama tatsächlich von Opfer, Täter, Retter, von diesen Mustern, wie wir da drin gefangen worden sind, auch über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich schon. Also diese Muster der 7 Generationen, die wir noch in unseren Zellen gespeichert auch noch haben, dass wir die endlich befreien und erlösen. Mhm. Ja. Dadurch, dass wir ja jetzt hinschauen und die befreien, befreien wir es ja auch auf unsere Kinder. Richtig, genau. Wenn die Kinder jetzt natürlich uns Themen abnehmen wollen, woran können wir Mütter das erkennen? Also gibt's da Übergewicht, Rauchen, keine Ahnung. Also Süchte, genau. Woran kann ich als Mutter erkennen, oh, da macht mein Kind
den Rucksack voll und das ist eigentlich mein Päckchen. Also der Klassiker ist die Selbstzerstörung und die Selbstverletzung. Und leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass so viele Jugendliche sich gerade auch ritzen oder sich eben selbst zerstören, sei es mit Medikamenten zu viel nehmen und dann in der psychiatrischen Klinik landen, Kaufsüchten, sei es mit Instagram, Facebook, die ganze Matrix, Kontrollmatrix-Geschichte, wo sie abhängig werden, oder Süchte wie Alkoholismus leider und Drogen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und ich sage immer, Süchte ist ja eine Suche. Es ist nur eine Suche nach Liebe, die in dir schlummert und die will gesehen werden, die will aufgestellt, buchstäblich und transformiert werden. Und oftmals ist es sehr spannend zu sehen, wie die Süchte, die Frauen, die sie mitbringen, sie tragen sie von ihren Müttern oder Großvätern oder woher auch immer in diesen drei Generationen nach hinten. Also wenn ich das Genogramm, die grafische Landkarte der Herkunftsfamilie dann als Abbild habe, sieht man sehr stark diese Verstrickungen und über die Süchte, über diese Probleme oder Wut und eine passive Aggressivität, wenn dein Kind plötzlich einfach extremst aggressiv zu dir ist, extremst frech wird, dann achte, was sagt es? Also stell die Frage dem Kind, was ist gerade in dir? Was brauchst du gerade von mir? Wo bin ich zu wenig noch für dich gerade als Mutter? Wo brauchst du mich? Und geht in Kontakt mit den Kindern, sprecht über das, was gerade ist. Also diese Emotionen, unsere Eltern haben uns ja nicht beigebracht, dass wir die Emotionen hier haben dürfen und sein lassen und anschauen und fühlen vor allem. Also dieses Fühlen ist in meiner Arbeit essentiell wichtig. Wir haben verlernt zu fühlen, ihr lieben Frauen da draußen. Wir haben gelernt, diese Gefühle oder diese Emotionen zuzulassen. Wir wurden so erzogen, dass wir sie verdrängt haben, dass wir sie nicht haben wollen, dass wir eben dann geflüchtet sind in Süchten oder in anderen Dramen. Und es ist an der Zeit, dass wir es einfach annehmen. Annehmen ist so ein Stichwort, ein Magic-Stichwort. Annehmen heißt, ja, auch das gehört zu mir. Auch diese Schattenseiten gehören zu mir. Und das mache ich wieder ganz. Also meine Erfahrung ist, dass wenn wir diese Süchte oder diese Ängste oder diese Trauer, diese Wut, diese alten Geschichten anschauen und annehmen und ins Herz wirklich befrieden, dann wird's ruhiger im System. Dann wird es einfach friedvoll. Und dann schließen wir auch das Schlussbild der Aufstellung dann auch ab. Erst dann. Und dann gehen auch die Menschen von meiner Praxis auch so in Freude, in Leichtigkeit, in pure Lebensfreude wieder und in Liebe vor allem. In Selbstliebe, aber auch in Liebe zu den Herkunftsfamilienmitgliedern. Also es ist einfach wieder diese bedingungslose Liebe, die wir leider nicht wirklich vorgelebt bekommen haben. Ja, also achtet auf diese Signale eurer Kinder, wenn sie Wut zum Beispiel, Warzen sind so typische Zeichen für Wut, unterdrückte Wut, aber eben, was ich alles vorhin schon erwähnt habe, ja, es gibt noch viel, viel mehr natürlich. Mhm. Ja. Auf meiner Webseite findet ihr auch ganz viel zu diesen Themen, zu den Aufstellungen, ja. Ja, in der jetzigen Zeit merkt man ja auch im Kollektiv, es geht jetzt wirklich um die Herzöffnung. Und wenn man sich wirklich mit den Geschichten der Herkunftsfamilien auseinandersetzt, ich muss ja auch nur in meine Großeltern, da konnte ja gar keiner das leben, was er eigentlich wollte. Die Großväter waren traumatisiert vom Krieg und völlig abgekoppelt von ihren Emotionen. Mhm. Und die Frauen, die auch ihre Brüder wahrscheinlich verloren hatten und dann ihren Mann stehen mussten. Und also allein, ich denke, da hat jeder seine eigene Geschichte, auch in der Familie. Mhm. Aber diese Generation wurde eben dann auch emotionslos erzogen, weil eben Berührungen, in Arm nehmen nicht stattfinden konnten, weil man war ja komplett abgekoppelt. Und gerade auch, wenn du nochmal Gefühle zulassen und Gefühle fühlen, verbinden wir ja in unseren Zellen sofort mit Schwachsein. Dabei wäre es ja, was bedeutet es wirklich, wenn wir mutig Gefühle fühlen, wenn wir uns trauen, auch als Mann mal zu weinen und einen Schmerz auszuhalten und auszuhalten in dem Sinn, dass wir hinschauen und ihn durchspüren. Da hat ja jeder, der sich mit der Thematik noch nicht befasst hat, tendenziell eher Angst, zusammenzubrechen, weil
wenn man dann einmal diese Büchse der Pandora aufmacht, genau, wirklich Gefühle zuzulassen, hat man wahrscheinlich auch Bedenken, dass man gar nicht mehr rauskommt. Ja. Also da gibt's ja sicherlich, kennen wir ja. Also ja, wenn wir uns auch mit Menschen unterhalten, auch Männern und sagen, ja, fühl da mal hin, nö. Mhm, ja. Da merken so, nein, mach die Büchse nicht auf, ja. Weil das Fühlen ist ja im Herzchakra hier. Mhm. Hier sind wir magnetisch. Hier können wir mitfühlen wieder. Und wir haben es ja nicht vorgelebt bekommen. Wir wissen gar nicht, wie ist denn Fühlen? Was ist denn überhaupt eine Emotion zu durchfühlen, im Feuer zu stehen? Das haben unsere Eltern einfach uns nicht wirklich vorgelebt oder vorgezeigt. Und wir sind so die erste Generation, denke ich, jetzt so langsam auch unsere Kinder, die uns das sehr, sehr klar spiegeln und sagen, so nicht mehr. Also ganz klar, hinschauen ist der Schlüssel des Glücks, denke ich, auf jeden Fall der Erfüllung. Weil damit machst du dich ja selber groß, indem du es weinst, deine Trauer, indem du sie zulässt, indem du dir das erlaubst, überhaupt das zu sagen, ja, auch das gehört zu mir. Das ist mein Schatten, aber der gehört auch zu mir. Also wir sind in dieser Gesellschaft ja, gerade über die Medien, alles muss immer nur glänzen und schön sein und leicht sein. Aber das ist nicht die Realität, ihr Lieben. Es ist einfach nicht die Realität. Und es ist an der Zeit, dass wir die Wahrheit jetzt einfach anschauen. Was ist wirklich da in dir? Und wenn du das durchfühlst, durchatmest, durchsingst, durchtanzt, was auch immer. Also ich mache ganz verrückte Sachen in meiner Praxis. Manchmal, ich habe ein Loft und wir haben Platz und wir toben uns aus, auch mit der Trommel mal oder mit der Klangschale. Also es ist wirklich ein Raum des Seins, wo wir eben hinschauen, wo wir im Feuer buchstäblich stehen. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch so feuriges Kleid heute an, per Zufall auch, aber es gibt ja keine Zufälle. Also es geht wirklich um dieses innere Feuer auch. Wer bin ich und was schlummert in mir? Was ist noch vergraben über das Trauma? Und wenn wir das Trauma eben dann aufstellen, in den medialen Aufstellungen bei mir, dann sieht man ganz klar, es hat ausgedient. Es darf jetzt gehen ins Licht und es geht leicht. Es geht nicht irgendwie 10 Jahre Psychotherapie, sondern die Frauen kommen entweder einen Tag, 1,5 Tage oder 2 Tage. Das sind meine Angebote. Und nach 2 Tagen fliegen die nach Hause in Leichtigkeit, in Lebensfreude wieder, weil sie hingeschaut haben. Das ist die Belohnung. Und das ganze Ahnenfeld arbeitet ja mit. Ihr seid ja mit ihnen verbunden dann über auch Musik. Also ich arbeite sehr stark mit Klängen, mit Musik, weil die uns unterstützen, diese Kraft, diese wirklich Power von hinten uns in diesem Schmerz noch mal ein letztes Mal hinzubewegen und es dann anzunehmen und es dann eben zu erlösen. Und wir sind die Auserwählten tatsächlich, die diesen Mut jetzt einfach auch haben. Also die Frauen, die zu mir kommen, sind mutige Göttinnen, die wirklich auf diese Art von Therapie auch fast gewartet haben. Viele kommen aus den Kliniken oder waren in Verhaltenstherapien und sagen, die Ärzte sind überfordert, leider viele, nicht alle. Gott sei Dank gibt es wundervolle Ärzte da draußen auch. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, es ist eine Seelenarbeit. Und die Schulmedizin hat Seelenarbeit nicht wirklich geschult bekommen, also gelernt, ja. Und wir Göttinnen, wir haben dieses alte Wissen noch in uns. Wir waren ja alles. Wir waren eben auch Hexen mit viel Wissen. Wir waren auch Huren an dieser Stelle, möchte ich. Die Sexualität, die heilige Sexualität haben wir ja gelebt. Wir hatten diese Kraft einst und die wurde uns ja wirklich buchstäblich geköpft, wurden wir. Sie wurde uns enteignet. Und dieses Inquisitionstrauma, wie ich es noch nenne, das schlummert in unserem Zellbewusstsein auch noch. Also das sind so die Themen, die ich angehe. Also gerne diese uralte Geschichten, uralte Wunden. Gerade das Halschakra hat ja mit dem Sexualchakra eine Verbindung. Und gerade wenn die Frauen oder unsere Großmüttern, Urgroßmüttern diese Missbräuche zum Beispiel erlebt hat oder diese abgetriebenen Kinder durchleben mussten. Das sitzt ja buchstäblich im Schoßraum. Deshalb ist so diese Schoßraum-Yoni-Arbeit so für mich essentiell wichtig. Und die Männer tragen ihre Verletzungen im Herzchakra. Also es ist an der Zeit, dass auch die Männer hinschauen, aber auch die Frauen wirklich mutig hinschauen. Und entweder über die Massage gibt es eine Möglichkeit, aber auch in den medialen Aufstellungen gibt es auch genauso eine Möglichkeit, das Trauma aufzustellen und es nochmal zu sehen, es nochmal anzunehmen und auch Mitgefühl zu den Ahninnen, auch zu unseren Vorfahren in Liebe, Danke zu sagen, danke, dass ihr mir den Weg eben geebnet habt, dass ich ihn leichter gehen kann. Und diese Liebe, wenn die dann fließt,
Das ist unbeschreiblich, was für eine schöne Schwingung im Raum dann fühlbar ist. Und das wiederum zu speichern, diese Integrationszeit nachher ist Gold wert. Deshalb übernachten sehr viele Klientinnen bei mir in der Praxis dann auch gleich am nächsten Tag, dann kommt die Massage, damit es einfach ein Ablauf, ein rundum Wohlfühlpaket buchstäblich ist, wo sie getragen werden, wo sie gesehen werden, wo ich einfach Open-End arbeite. Also es ist nicht nach Uhrzeit, wie man es sonst so kennt in den Therapieformen der alten Zeit, sondern es ist wirklich eine neue Therapieform der neuen Zeit, nenne ich es. Ja, genau. Gerade diese Zeit, ich habe ja schon Interviews mit dir gemacht, wo wir wirklich die Frauen strahlend auf dem Bildschirm damals hatten, die wirklich einen Tag mit dir gearbeitet haben. Ja, es gibt ja auch Therapien, wo du dann irgendwie mit Zehnerkarten rumeierst oder auch, man kennt ja auch Geschichten, wo du dann wirklich bei einer Aufstellung eher traumatisiert daheim kommst, wie du hingefahren bist. Ja. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich kenne dich ja jetzt schon eine Zeit lang und ich weiß auch, wie du arbeitest und wie die Frauen die Tür bei dir verlassen, um einfach zu sagen, okay, du gehst mutig mit ihnen durch die Tiefe, aber sie werden immer mit der Krone nach Hause gehen. Also, dass es nicht eben eine Drama-Session wird, ja, wo viele auch Angst haben. Ja. Ja, es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, oh Gott, da habe ich schon mal was gehört. Da kam schon mal jemand ganz komisch nach Hause. Oder das ist bestimmt eine auch sehr beliebt Sekte. Kenne ich auch dieses Wort, ja. 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 Eine Sekte ist eine Gemeinschaft, die dich klein hält. Eine Gemeinschaft, die über dich kontrollieren will. Und das ist es definitiv nicht meine Arbeit, sondern ich befreie die Frauen aus ihren alten Kettengeschichten, aus ihren alten Urtraumata, was sie eben noch auf Zellbewusstsein eben noch in dieser Körperin da wirklich noch tragen. Also es ist genau das Gegenteil eigentlich von einer Sekte. Es ist eine befreite Energie, die endlich so einen Raum bekommt von deiner Sehnsucht, die du in dir wahrscheinlich schon lange trägst. Und du weißt es aber nicht, wohin damit. Also diesen Schmerz, der darf wirklich angeschaut werden. Ich mache ja auch immer ein Beratungsgespräch und in diesen Beratungsgesprächen werden die Frauen immer vorher schon eingeladen, einen Fragebogen auszufüllen. Und das sind 7 Fragen. Und in diesen Fragen stelle ich auch die wichtigste Frage, was ist dein größter Schmerz? Was ist dein größtes Leiden? Wo drückt wirklich noch der Schuh am allermeisten? Auch auf Körper- oder Geist- oder Seelenebene? Und wofür bist du bereit, auch dich zu öffnen und zu heilen und endlich zu transformieren? Und da ist es eine Seelenarbeit schon in Vorbereitung. Also sie werden schon vorbereitet. Sie berichten mir nach den Beratungsgesprächen, dass schon das Ahneninnenfeld tatsächlich schon mitwirkt. Ja, weil sie wollen ja erlöst werden, die lieben Ahneninnen. Sie wollen, dass wir dieses Kollektive in uns, dieses Gespeicherte, dieses niedrig schwingende Angstprogramme, Trennungsprogramme, Schuldprogramme, Schamprogramme, Anti-Weiblichkeitsprogramme, diese lösen wir gemeinsam. Und das ist das größte Geschenk an meine Arbeit an die Frauen. Das war auch mein Weg, natürlich. Also ich bin genau durch dieses Feuer mehrmals in meinem Leben. Ich habe sehr viele Yoni-Massagen selber damals erleben dürfen und habe das gemerkt, wow, ich will das auf eine Heilmassage-Ebene entwickeln, also meine eigene Methode weiterentwickelt und bin so dankbar dem Tantra-Weg auch, den ich mutig gegangen bin, damals auch mit meinem Mann allerdings. Und das war wirklich, wirklich ein Weg nach innen, ich nenne es auch Inner Work. Es ist wirklich nach innen schauen, aber die Geschenke sind unermesslich groß, kann ich sagen. Ich bin gerade so berührt, weil ich sehe gerade diese Frauen, wie sie nach Hause wirklich, wirklich erfüllt, glücklich und vor allem in Frieden. Und danach, ich glaube, danach sehnen wir uns einfach alle, diesen inneren Frieden endlich zu fühlen auch. Und nicht nur man weiß davon, es gibt ihn, sondern ich fühle mich im inneren Frieden. Ich bin angekommen. Dieses Ankommen ist so, was sie mir dann auch oft in den Fragebogen dann schreiben. Ich will endlich mich selbst wiederfinden. Wer bin ich? Wer bin ich alles noch, ja? Und was schlummert noch in mir an Gaben? Vielleicht auch meinen Seelenplan mal finden. Also in diesen Coachings am Morgen, wie ich sie begleite, schauen wir einfach zu allen Ebenen, zum inneren Baby, zum inneren Kind. Verletzungen und Heilung darf da geschehen. Oder
eben frühere Leben natürlich auch. Also auch das schlummert ja in unseren Zellen. Nicht nur das kollektive Trauma von unseren Ahnen, aber auch unser eigenes kollektives Trauma, was wir erlebt haben, vielleicht im 15. Jahrhundert, in der Inquisitionszeit oder Mittelalter oder noch weit, weit, weit zurück zur Atlantis- und Lemurienzeit zum Beispiel auch. Also die Göttinnen, die da jetzt Resonanz haben, die werden das im Herzen jetzt fühlen wahrscheinlich, ja. Wunderbar. Die möchte ich so gerne ansprechen. Genau, ja. Wenn die Frauen jetzt wirklich sagen, okay, ich möchte Angebote oder auch Events oder dich mal kennenlernen, was gibt's denn da für eine Möglichkeit? Ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe dieses wunderbare Loft als Praxis in Kreuzlingen am Bodensee direkt und da bist du einfach herzlich eingeladen, ja, dich als Göttin wirklich zu fühlen, dir ein wunderschöner Göttinnenraum zu erlauben, zu sein, mehr zu sein und in Kontakt mit mir über das Beratungsgespräch zu kommen. Auf meiner Webseite www.marialinde.com bist du herzlich eingeladen, über das Kontaktformular mich anzuschreiben, über die E-Mail oder direkt über das Telefon, Handy. Mir ist E-Mail noch lieber, ehrlich gesagt, weil ich bekomme im Moment ganz viele Anfragen und ich bin mit dem Telefon etwas überfordert gerade, aber E-Mail wäre super. Dann kann ich dir zurückschreiben und dann machen wir das Beratungsgespräch und dann schaue ich, wie ich dich am allerbesten einfach unterstützen und begleiten kann. Ja. Und dann gibt es ja eben diese wunderbaren Goddess Power Healing Celebration Events, die ich ins Leben gerufen habe am 25. September. Ich weiß nicht, wann das Interview jetzt ausgestrahlt wird. Vielleicht ist es schon vorbei, vielleicht ist es erst. Also auch da den Ruf auf der Webseite mal zu spüren, dem zu folgen, mal hinzulesen, einfach ja zu gucken, ruft es dich zu diesem Event? Es ist ein Event für Frauen, die einfach bereit sind, auch in der Gruppe eben Heilung zu bekommen und Transformation zu erleben, wo wir gemeinsam eben tanzen, singen, lachen, aber auch vielleicht weinen, wo alles sein darf. Und diese Räume, danach sehne ich mich schon seit 3 Jahren, ist eine große Vision von mir, auch Retreats für Frauen werden kommen, also vielleicht noch dieses Jahr sogar noch ein Event und dann ab nächstes Jahr schon die Retreats, das ist so der Plan und ich lasse mich einfach führen, weil Weiblichkeit heißt, sich im Flow des Lebens einfach hinzuführen zu lassen. Super. Ja. Danke. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder da warst. Auch und sehr. Ja, weiterhin ein schönes Wirken auf deinem Weg und dass dir wundervolle Frauen begegnen werden. Ja. Ja, es kommen so wundervolle Frauen wirklich. Die haben gerade mit mir so die Resonanz, auch Frauen, die auch vielleicht sich bunt mal auch anziehen wollen. Es ist an der Zeit, dass wir wieder diese Farben in unserem Herzen ins Außen ausstrahlen. Ja. Super. Ich freue mich auf euch. Danke, Corinna. Danke, dass du da warst. Namaste, danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie inspiriert wurden von Maria Aurora Linde, dürfen Sie auf unserer Webseite www.qs24.tv noch weitere wundervolle Interviews anschauen. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.